So, und damit herzlich willkommen zurück zu Detroit Become Human. Ich habe so das Gefühl, wir spielen wieder eindeutig Kara. Kara? Kara? Ich komme immer noch durcheinander. Ich weiß es immer noch schon wieder nicht mehr. No Androids allowed. Und offenbar auch keine Hunde. Das Schlimmste wäre jetzt, wenn wir ein Androidenhund wären. Wir betreten mal. Ja, betreten. Finde Leutnant Anderson und wir spielen überraschenderweise doch Connor. Mensch. Wir sollen scannen, wenn wir die Aufgabe schon haben. Wir sollen hier einen Leutnant treffen. Schon lustig, dass die Polizei die gleichen Ränge hat wie das Militär dann, oder? Oh, guck mal. Scheiße, ich dachte, Androiden dürfen hier nicht rein. Digitale Wimpel. Richtig überflüssig. So. Und was wir jetzt wohl machen dürfen ist, jedem Einzelnen davon ins Gesicht gucken. Das ist er schon mal nicht. Das ist ein gewisser Derek Meyer. 1989 geworden, Sicherheitsbeamter, keine Vorstrafen. Ist ja praktisch, dass wir das auch direkt sehen. Wir können ja einfach direkt alle scannen, die wir jetzt von hier aus sehen. Negativ. Jimmy Patterson, 2001 geboren, Geschäftsinhaber, keine Vorstrafen. Ah, den sehen wir auch. Den ranzigen alten Mann an der Oh, wer ist es? Leutnant Hank Anderson, geboren 1985, Polizeileutnant, Vorstrafen, keine. Ja, okay, als Polizeileutnant sollte man das auch hoffen. Da sieht's keiner. Wobei, nicht jede Vorstrafe muss ja gleich extrem schlimm sein. Negativ. Wer hätte gedacht, dass da nicht noch ein Leutnant Anderson sitzt? Edward Dempsey, schöner Name. 1995 geboren, Administrator, keine Vorstrafen. Mensch, wir sind hier in der Bar, wieso sind die... Wieso ist hier keiner mit Vorstrafen dabei? Du hast, siehst doch aus, hättest du eine Vorstrafe. Falls irgendwie von euch so aussieht, tut mir leid. Also, dass ihr so ausseht und nicht, dass ich das gesagt habe. Der ist es erstaunlicherweise auch nicht. Christopher Gray, 1983 geboren, arbeitslos, Vorstrafen, na endlich, Alkohol und Drogen oder Drogen, vielleicht auch beides. Alkohol ist eine Droge, also auf jeden Fall beides in gewisser Weise. Wobei, wenn es nur Drogen waren, muss es ja nicht Alkohol gewesen sein. Ach, egal. Drogen am Steuer. Und der junge Mann hier fehlt uns noch, der zeigt uns aber immer noch den Hinterkopf. So, jetzt aber. Jonah Graham. Jonah Graham? Geboren 1987. Arbeitslos, Vorstrafen, keine. Ganz schön viele Arbeitslose hier. Hallo. Kim Johann. Kim Johann? 1999 geboren. Auslieferungsfahrer, zurzeit aber arbeitslos. Und Vorstrafen, häusliche Gewalt. Da oben spielt schon wieder irgendwer Basketball. Spannung. Erstmal aufs Klo. Was spielt er da? Out of this World. So eine Art Space Invaders dann. Negativ. Samuel McCray. 2012 geboren, Hafenarbeiter. Vorstrafen? Keine. Bisher der Jüngste hier. Ich wollte noch gar nicht rein. Ich habe noch gar nichts gedrückt. Ja, Androiden raus, so ungefähr. Androiden haben unser Land getötet. 31% Arbeitslosigkeit. Wann wird's aufhören? Offenbar noch nicht da, weil wir wissen, inzwischen sind es schon 37%. Erstmal gucken, ob die Krawatte gut sitzt. Auf jeden Fall eine Haarsträhne, die so locker über die Stirn geht. Und ein bisschen ungebändigt wirkt. Aber uns wurde ja schon gesagt, dass die nicht perfekt aussehen sollten. Und das ist damit ja dann eigentlich schon perfekt. Hä? Ach, L1. Entschuldigung, die Kamera ist gerade um. Da steht es gleich hier nochmal, oder? We want jobs, not androids, schätze ich, soll da stehen. Ja, dann haben wir hier alles wohl erledigt. Eigentlich wollte ich bei dem Space Invaders-Typen ein bisschen zugucken.
Seht ihr da irgendwelche Gegner? Also wenn das andere Zeug da auf dem Bildschirm Gegner sein sollten, trifft er sie erstaunlich gar nicht. So, wer bist du? Ich weiß, es ist überflüssig, ich guck mal. Dennis Ward, geboren 1982, Buchhalter zurzeit, arbeitslos, schon wieder. Und Vorschriften Betäubungsmittelverkauf. Und dann haben wir noch Chris Roberts, 1998 geboren, arbeitslos, keine Vorstrafen. Ja, gut, dann ist hier wohl nicht sonderlich viel zu machen, würde ich mal schätzen. Mit wem anders konnte ich nicht sprechen, oder? Der eine hat sich umgesetzt. Mein Name ist Connor. Ich bin der Android von CyberLife. Ich war auf ihrem Revier, aber niemand wusste, wo sie sind. Es hieß, dass sie vermutlich irgendwo etwas trinken. Ich hatte Glück, das ist erst die fünfte Bar. Was willst du? Ihnen wurde heute Abend ein Fall zugeteilt. Tötungsdelikt. Verdächtiger ein CyberLife-Android. Das Unternehmen hat für diesen Fall ein spezialisiertes Modell zur Unterstützung der Ermittler abgestellt. Na, ich brauche keine Unterstützung. Und schon gar nicht von so einem kleinen Plastik-Arschloch wie dir. Also sei ein braver Roboter und verpiss dich von hier. No. Argumentieren, bedrohen, verständnisvoll, beharren. Ich weiß, dass sich einige Menschen in Anwesenheit von Androiden unwohl fühlen, aber ich... Aber ich fühle mich absolut wohl. Jetzt hau ab, bevor ich dich zerquetsche wie eine Bierdose. Bitte, hören Sie jetzt auf zu trinken und kommen Sie mit mir mit. Das würde uns beiden die Sache erleichtern. Gleich ballert uns das Gras rein. Seinen Drink verschütten, ihm noch einen Drink holen. Oh klar, warum nicht? Was? Ich spendiere Ihnen einen für unterwegs. Was sagen Sie? Wahrscheinlich falsch. Barkeeper, nochmal das gleiche, bitte. Siehst du das Gym-Wunder der Technik? Mach ihn doppelt. Das hat echt funktioniert, erstaunlich. Okay. Bestechen funktioniert sehr oft eigentlich im Leben. Ist das da das Trinkgeld? Das sah ziemlich voll aus. Sagte er das? Offensichtlich sagte er das. Könnte gut die Gegend sein, bei Kara in der Nähe. Muss das nicht außen sein? Ganz wie Sie wollen, Lieutenant. Wir warten nicht hier. Gegensätzliche Befehle, Friede drin. Folge. Okay, wir sollen ihm hinterher. Dachte ich mir schon. Auf geht's. Just Darkness für Kanal 15. Können Sie bestätigen, dass es Mord war? Meine Güte, hier passiert alles Schlag auf Schlag. Ich komme ja gar nicht mehr dazu, irgendeinen unnützen Scheiß zu reden. Typisch DPD, sie sagen einem gar nichts. Androiden haben hier keinen Zutritt. Er gehört zu mir. So unschön es auch ist für ihn. Welchen Teil von deinem Auto hast du nicht verstanden? Ihr Befehl widersprach meinen Anweisungen, Lieutenant. Du sagst nichts, du fasst nichts an und du stehst mir nicht im Weg, kapiert? Verstanden. Guten Abend, Hank. Bis es wieder unseren Befehlen entspricht. Ja, das war der Plan, bis dieses Arschloch aufgetaucht ist. So, du hast jetzt einen Androiden. Oh, sehr witzig. Sag mir einfach, was ist passiert? Jeden Abend hat der Vermieter angerufen. Sein Mieter war mit den Zahlungen im Rückstand. Können wir hier schon was sehen? Dachte, er sieht mal nach, was los ist. Und da fand er die Leiche. Carlos Ortiz. Oh, Himmel, dieser Gestank. Ui. War noch schlimmer mit geschlossenen Fenstern. Das Opfer heißt Carlos Ortiz. Da war ich schneller als er. Er ist vorbestraft wegen Diebstahl und schwerer Körperverletzung. Seinen Nachbarn zufolge war er ein Einzelgänger. Blieb meistens in der Wohnung, ließ sich nur selten blicken. Bei dem Zustand hätte man nicht alle mitten in der Nacht zusammentrommeln müssen. Morgen früh hätte auch gereicht. Ich schätze, er liegt schon knapp 3 Wochen da. Der Rechtsmediziner wird das klären.
Da drüben liegt ein Küchenmesser. Vermutlich die Mordwaffe. Anzeichen für einen Einbruch? Nein. Der Vermieter sagt, die Tür war von innen fest verschlossen. Alle Fenster waren verrammelt. Der Killer muss hinten raus sein. Was wissen wir über seinen Androiden? Nicht viel. Die Nachbarn wissen, dass er einen hatte, aber er ist nicht hier gewesen. Wenn er hinten raus ist, macht das doch gar keinen Sinn. Fühl dich wie zu Hause. Ich bin draußen, wenn du mich brauchst. Er könnte hinten raus sein. Aber warum könnte es dann keine Einbrecher sein, wenn hinten offenbar offen war? Das macht doch gar keinen Sinn. Beweisstücke prüfen, Briefing abgeschlossen. Na gut, dann gucken wir mal. Das Praktische ist, in diesem Spiel braucht man kein schlechtes Gewissen zu haben, wenn man diese Fähigkeit nutzt, weil man kann einfach sagen, ja, das sind Androiden, ne, die können das halt, also kann ich mir das auch zunutze machen. Praktisch, wa? Die Buchstaben sind perfekt. Viel zu sauber, kein Mensch kann so schreiben. Ja, das stimmt. Sieht einfach aus wie Face Your Fears Font, also... Chris, ist das da das Blut des Opfers? Was haben wir denn hier? Ein Messer. Probe oder analysieren? Erstmal analysieren. Keine Fingerabdrücke, Androiden beteiligt. Das ist komisch, weil normales Küchenmesser wird ja auch so mal benutzt. Und wenn ein Android das nachgegriffen hat, müssen doch zumindest die Fingerabdrücke davor noch drauf sein. Oder der hat das so hart benutzt, dass er alle Fingerabdrücke Ach ja, stimmt ja. Oh Scheiße, was zur Hölle machst du da? Ich analysiere das Blut. Ich kann Proben in Echtzeit prüfen. Tut mir leid. Ich hätte sie warnen sollen. Okay, nur nimm keine Beweise mehr in den Mund, verstanden? Verstanden. Hat er sich gerade getrocknetes Blut reingesteckt? Ich glaub das alles nicht. Ich meine, das müsste doch eigentlich DNS-Analyse Ort des Carlos. Alter der Probe, über 19 Tage. Das muss doch schon längst geronnen sein. Ja, ich denke schon. Wir nehmen Proben für die Analyse. Selbst wenn der Bluter war und blutverdünnende Mittel genommen hat, was eine scheiß Idee wäre, wäre das, glaube ich, inzwischen trotzdem geronnen. Oder? Ich weiß es nicht genau. Das Zeug haben wir schon mal gesehen. Red Eyes, Aceton, Lithium, Tririum, Toruol und irgendwas anderes. Ich frage mich, ob ich das irgendwie gedrückt halten kann. Opfer nahm Drogen. Red Eyes. Unser Freund Carlos hat gerne gefeiert. Chris, ich will eine komplette Analyse der Drogen. Analyse. Normale Buchstaben. Schriftart Cyberlife Sans. Ach, wie praktisch. Wird erledigt, Lieutenant. Was haben wir denn hier, mein Hübscher? Warum hat er sich vorher noch das Hemd hochgezogen vom Sterben? Das sieht noch ein paar mehr Stichen aus. Cäsar, bist du's? 28 Messerstiche, innere Blutung, 28 Messerstiche, vor mehr als 19 Tagen verstorben. Und wie, an wie vielen Messerstichen ist Cäsar nochmal gestorben? Es waren auf jeden Fall einige. Der Bart, Red Eyes, er hat also Drogen vor dem Tod konsumiert. Und es ist vermutlich Carlos Ortiz, ja. Größe 1,68, Gewicht 130 Kilogramm. Alter, für die Größe ist das schon was. Geschätzter Todeszeitpunkt ca. 23.30 Uhr. Ja, okay, man sieht auch, dass er nicht gerade der schlankste war. Und wir gucken wie immer in die Hand. Das ist irgendwie hilfreich. Fingerabdrücke, Übereinstimmung im Datenbank Carlos Ortiz. Ja, hätte man sich denken können. Vorstrafen, Diebstahl und schwere Körperverletzungen. Dann rekonstruieren wir das Ganze einmal. Sehen wir schon irgendwas, wenn wir die Kamera ein bisschen drehen? Okay, können wir noch gar nicht. Einmal. Und wow! Was haben wir denn da? Opfer stürzte hier. Hä? Ach so. Verstehe. Und da beim Blut. Opfer wurde erstochen. Ja, zumindest gestochen. Aha. Sie kamen aus der Küche. Kann ich mal zurückspulen? Was wir mal angucken können. Okay, der wurde abgestochen und da... Da wurde er scheinbar noch ein paar Mal mehr gestochen. Das hat man vorhin nicht gesehen. Autsch. Er hat Stichwunden. 28 Stück. Ja. Der Killer hat es echt auf ihn abgesehen. Hat er nicht gesagt.
Beweisstücke. Hey Mike, bist du fertig mit den Proben? Ja. Können wir uns jetzt noch mehr Blut reinziehen? Trockenes Blut, den ersten Analyseort des Carlos. Das gilt als Beweisstück. Das war doch einfach nur noch ein bisschen mehr Blut. So, nur Blut, wo ist das Problem? Ist hier was zu lesen oder? Ich kann dich doch gerade irgendwas machen oder steht der Typ gerade im Weg? Ja, so irgendwie ein bisschen steht er im Weg, aber nicht so sehr. Eden Club, come with us. Ich konnte es gerade nicht genau sehen, aber ich. Hatten die so einen Notknopf am Bein? Praktisch. Bäh. Zum Glück haben wir keinen Geruchssinn. Okay, ich glaube, wir sollten in die Küche. Was war hier gerade noch? Getrocknetes Blut. Beweisstück 5. Was haben wir hier? Ja, die scheint offen zu sein, aber das kann natürlich auch inzwischen irgendwie anders aufgemacht haben. Die Vordertür war ja auch nicht von Anfang an offen. Synchronisierung, Fußabdrücke. Aber nach über 19 Tagen? Die Tür war von innen verschlossen. Der Killer muss hier raus sein. Und es regnet gerade. Es gibt keine Fußspuren außer die von Officer Collins, Schuhgröße 10. Das ist vor Wochen passiert. Das heißt, die Spuren könnten weg sein. Nein, auf diesem Boden hätten sich Spuren gehalten. Hier draußen war schon sehr lange keiner mehr. Na gut, Abweichlein kam nicht auf diesem Weg. Das heißt aber, wenn die ganzen Fenster zu waren und vorne auch, müsste er theoretisch hinter sich zugeschlossen haben. Oder er müsste noch da sein. Was wahrscheinlich die wahrscheinlichere Möglichkeit ist. Aber die Frage ist dann, wo? Ich meine, im ganzen Haus sind doch jetzt wahrscheinlich schon Polizisten. Er ist bestimmt unter der Dusche versteckt. Oh. Zwanghaftes Schreiben. Aber warum schreibt der komische dicke Carlos hier so einen Kram rein? Sag mir bitte, dass das Erde oder Ton ist. Ich meine, wir sind hier in einem Badezimmer, das könnte auch... Religiöse Opfergabe. Carlos, der Kacke-Modelleur. Bildhauer kann man es ja schlecht nennen. Hier will niemand länger bleiben als unbedingt notwendig. Hallo. Ich habe noch gar nichts gedrückt, aber okay. Fingerabdrücke. Zeichen eines Kampfes. Ja, habe ich. Und ein Baseballschläger. Beweisstück 9. Wer wurde damit geschlagen? Beule. Grundheftiger Aufprall. Spuren von Tyrium. Ist es nicht das Zeug, was auch in dem Red Ice drin ist? Beziehungsweise waren Androiden nicht daraus? Besteht Red Ice zum Teil aus Androiden? Okay, wohl eher nicht. Fingerabdruck. Übereinstimmung in Datenbanken Carlos Ortes. Diebstahl und schwere Körperverletzung. Das heißt, er hat wahrscheinlich mit seinem Mörder gekämpft und hatte selber diesen Baseballschläger in der Hand. Liegt da aber schon am Boden. Und der ist voll der Jedi, guck mal. Er zieht sich den Baseballschläger einfach in die Hand. Da sind die Messer. Abweichler nahm ein Messer. Der verprügelt ihn. Hast du schon gesehen, dass er erstochen wird? Zumindest wird er da geschnitten. Ah, da ist noch mehr. Ich meine, dass er ihn verprügelt, sieht man ja schon. Abweichler wurde angegriffen. Emotionaler Schock.
Auf die Fresse! Er gibt ihm aber ordentlich mit, ne? Und dann schneidet er ihn und der Typ fällt hin. Erstattebericht. Haben wir schon 10 von 10? Wir haben doch erst 9 von 10. Was war da gerade noch? Da scheint gerade draußen alles abgesucht zu werden. Was haben wir? Oh! Gossips Weekly. Judy Havitt zeigt ihren neuen Beachbody. Und wie immer unten Zeitangabe, wo ihr hinspringen könnt. Ich kann da leider keine Links einbringen, sonst kann ich hinten keinen Abspann mehr schalten. Das ist irgendwie komisch bei YouTube. Offiziell, Sex mit Androiden ist besser. Sorry, Ladies, aber es geht nichts über Plastik. Mark Water und Nancy Reiss zeigen sich gemeinsam. Das haben wir schon. Das Ergebnis unserer Umfrage macht es offiziell. 68% der Männer haben lieber Sex mit Androiden als mit einer echten Frau. 52% der Männer geben an, dass sie die Erfahrung mindestens einmal ausprobiert haben. Offenbar liegt eine Menge Androidenliebe in der Luft. Da frage ich mich doch. 68% der Männer haben lieber Sex mit Androiden, aber nur 52% haben es schon mal ausprobiert. Woher wissen die restlichen Prozent dann überhaupt, dass sie das lieber haben? Und jetzt sagt nicht, die 52% sind von den 68, das würde es nur noch schlimmer machen. Es wurden diverse Gründe angegeben, aber wir glauben, den wahren Grund zu kennen. Androiden wollen hinterher nicht über ihre Gefühle reden. Oh, nett. Dieser Bericht wurde vom Eden Club gesponsert. Diskretion ist unser zweiter Vorname. Wie schön. Was haben wir noch? Neue App und Headset ermöglicht Live-Übersetzungen sämtlicher Sprachen. Tech Addict. Spioniert ihr Android sie aus? CyberLife könnte mithilfe seiner Androiden private Informationen sammeln. Zero Gravity U-Bahn verbindet New York, das kennen wir schon in 45 Minuten. Ja, das. Ihr Android spioniert sie aus, das ist uns heute ja schon der Fernseher, also von daher. Macht doch den Leuten in 30 Jahren nichts mehr. Immer mehr Experten weisen darauf hin, dass CyberLife seine 120 Millionen Androiden nutzen könnte, um Details von Privatgesprächen seiner Kunden aufzuzeichnen und Handelspartnern zu verkaufen. Handelspartner zu verkaufen, okay. Haben Sie beim Dinner mit Ihrer Partnerin über ein neues Auto gesprochen? CyberLife könnte diese Informationen für gezielte Werbung nutzen. Doch hier enden die Möglichkeiten nicht. Von unüberlegten Aussagen bis hin zu politischer Zugehörigkeit kann alles gespeichert und für ruchlose Zwecke missbraucht werden. Ja, das Schild genutzt werden, aber ist ja das Gleiche. Die Fülle an Berichten, die Warrens Präsidentschaft mit CyberLife verbinden, tragen zur allgemeinen Sorge bei. Mehrere Verbraucherschutzorganisationen fordern eine Offenbarung von CyberLife über die gesammelten Informationen und deren Verkauf. Doch das Unternehmen weigert sich, Forderungen nach einer offiziellen Untersuchung blieben unbeantwortet. Bisher. Richtig schlecht betont vorgelesen, egal. Dann sagen wir mal Hank, was abgegangen ist. Was ist da noch? Getrocknetes Blut, noch mehr von Carlos. Oh, jetzt haben wir auch erst 10 von 10. Ja, okay, dass das Heft nicht als Beweis gilt, hätte ich mir denken können. Wo ist er denn? Da. Hallo? Darf ich mal mit dir reden? Lieutenant, ich glaube, ich weiß, was passiert ist. Ach ja? Los, ich bin ganz ohr. Voll interessiert. Alles begann. In der Küche. In der Küche. Schon jetzt Quicktime-Events beim Reden, ey. Hier gibt es eindeutige Kampfspuren. Die Frage ist nur, was genau hier passiert ist. Das Opfer griff den Androiden an. Harlem Shake. Mit dem Schläger. Mit dem Schläger. Das passt zu den Beweisen. Weitermachen. Meine Güte, der atmet aber ganz schön schwer. Der Android stach auf das Opfer ein, das Opfer stach auf den Android ein. Der Android stach auf das Opfer ein. Dann hat der Android also versucht, sich zu verteidigen, ja. Und was geschah dann? Das Opfer floh dann ins Wohnzimmer, aber verteidigen ist nicht mit 28 Messerstichen. Dem Androiden entkommen. Das macht irgendwie Sinn. Der Android tötete das Opfer. Mit dem Messer. Mit dem Messer. Mit dem Schläger, okay. Wäre natürlich auch lustig. Deine Geschichte ist nicht völlig abwegig.
Aber sie sagt uns nicht, wo der Android hin ist. Der Schläger beschädigte ihn. Und er verlor Tyrium. Er verlor was? Tyrium. Sie nennen es blaues Blut. Die Antriebsflüssigkeit für Android-Biokomponenten. Sie verflüchtigt sich nach ein paar Stunden und ist dann für das Auge unsichtbar. Aber ich wette, du kannst es noch sehen, oder? Korrekt. Klar. Na dann. Ist halt die Frage, sind das... Woher weiß man jetzt, dass das die Blutspuren sind, als er ihn hier hingeschleift hat? Weil dann wüsste ich nicht, wo er hin ist. Okay. Hören wir mal auf mit diesen haarspalterischen Fragen. So, nun. Ist tatsächlich eine Spur... Er ist tatsächlich den gleichen Weg einfach genau wieder zurückgegangen. Deswegen hat man die erste Spur nicht gesehen. Er ist bestimmt da raus. So, ich habe mich schon gewundert, was das sein soll. Da wurde eine Leiter benutzt. Aber wo ist sie jetzt? Ich dachte erst gerade, dass der dahinter steht, aber das wäre irgendwie ein bisschen zu leicht. Ich meine, Leiter wurde benutzt, hätten wir uns ja schon denken können, da oben ist Spurenführung auf den Dachboden. Finde etwas zum Klettern. Kann man hier mal einen Stuhl hier rüben holen oder so? Den hier? Ja, der sieht ein bisschen kaputt aus. So. Hey, 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 was hast du mit dem Stuhl vor? Ich will etwas überprüfen. Oh. Dann überprüf mal schön. Na dann, ab geht's. Die Sache ist, wir haben ja keine Waffe und nix und der Typ hat vielleicht das Messer noch mitgenommen. Naja, was soll's. Wir sind nur ein Android. Und hoch mit uns. Durchsuche den Dachboden. Achso, ich darf mich bewegen. Okay. Da ist, ist das ein Schatten auf dem Ding, oder? Ist einfach nur Dreck. Da steht einer hinter! Ist der schon tot? Ach so, das ist... Okay, das ist ein Schaufenster. Warum hat jemand eine Schaufensterpuppe bei sich auf dem Dach oben? Will ich's wissen. Wie er mit sowas kommen, ist der echte bestimmt nicht wahr. Das war auch eine Schaufensterpuppe? Bestimmt. Da lag vor allem gerade wirklich noch eine, oder? Da war gerade schon wieder eine Hand. Oder er hat hier noch ein Opfer versteckt. Und dort wird er auch uns verstecken. Kalt und leblos, wie wir dann sein werden. Wir sind auch jetzt schon kalt. Egal. So weit kannst du nicht sein, Kumpel. Der Dachboden ist hier zu Ende. Gerade schon, das wäre Marcus, aber nee, doch nicht. Lokalisiert. Ich habe mich nur verteidigt. Er wollte mich umbringen. Ich bitte dich. Verrat mich nicht. Connor, was zum Teufel ist denn da oben los? Dürfen wir jetzt entscheiden, oder? Er ist hier, Lieutenant! Ach du Scheiße. Chris, Ben! Schwingt sofort eure Ärsche hier ein! Na los! Mich wundert, dass er jetzt nicht aus dem Fenster springt. Anderes könnten wir ihn natürlich aufhalten, theoretisch. Ist jetzt natürlich... Ich habe mir echt die perfekte Zeit gerade zum Aufnehmen rausgesucht. Es wird gerade richtig dunkel. Das heißt, während des Videos wird es jetzt von relativ hell in meinem Gesicht zu relativ... Also die Lichtverhältnisse sollten sich zumindest geändert haben. So, machen wir mal wieder die weltweiten Statistiken an. 96% haben den Abweichler gefunden. Okay, fangen wir mal vorne an. Oh Gott. Ob öffentliche Meinung skeptisch, Softwareinstabilität, keine Ahnung.
Hank ist immer noch neutral. Ich wollte gerade Frank sagen, aber naja. 75% abgeschlossen. Vor der Bar, Jimmys Bar betreten. Gesichtsscan an Kunden haben 94% gemacht. Gesichtsscan an einem Lieutenant. Heißt Gesichtsscan eines Kunden, dass man es bei allen macht oder dass man es bei einem außer dem Lieutenant macht? Ihm einen Drink holen, haben 70% gemacht, erstaunlich. Connor und Hank kommen am Tatort an. Da haben wir, ja, so ziemlich alles gemacht, wir aber scheinbar auch fast alle. Hinterhof haben die mal, haben weniger gemacht, aber ansonsten. Aber es gab scheinbar noch ein paar andere Sachen, die man hätte machen können. Da gibt's so eine Reihe, die wir überhaupt nicht gemacht haben. Und die hätte auch zur letzten Stelle geführt. Androiden-Sex lesen, Androiden-Spion lesen. Connor weiß, was passiert ist, oder Connor weiß, was nicht, was passiert ist. Wären das die beiden Möglichkeiten? Dann wäre es zu, ja, Mission gescheitert oder so geführt. Aber was hätte noch zu Mission gescheitert geführt? Weil da führt dann der Weg in dem Fall automatisch hin. Du bist im Auto geblieben. Tat rekonstruieren haben 96% geschafft. Das heißt, 3% haben das verhauen, haben dann irgendwas falsch erzählt. Und dann kann man, folgt das auch noch dazu, dass man ihn nicht findet. Jetzt hat die Frage, ob es jetzt gut ist, dass wir ihn gefunden haben, weil, naja, ich schätze, dass, naja, ich denke mal schon, dass es gut ist. Ich meine, theoretisch, egal ob der Android jetzt menschlich ist oder nicht, durch seine Emotionen, er hat einen Menschen umgebracht. Das ist also nur gut, dass wir ihn festsetzen, ganz egal, wie es jetzt aussieht. Und gut, der Mensch hat ihn angegriffen, das mag sein. Aber selbst wenn man da mit menschlichen Maßstäben rangehen würde, was jetzt auch nicht unbedingt angeraten ist, weil es sich immer noch um Androiden handelt, wobei mit Gefühlen, ja okay, also sagen wir mal, wir gehen mit menschlichen Maßstäben ran. Selbst dann wäre das nötig, diesen Menschen oder Androiden eben zumindest festzusetzen. Ich meine, er hat einen Menschen getötet und scheinbar, also er sagt zwar Not, er hat sich nur gewehrt, aber das hätte man vielleicht noch bis zu dem Moment rechtfertigen können, bis der Typ versucht hat, vor ihm zu fliehen. Und spätestens ab der Situation ist das absolut keine Notwehr mehr. Und 28 Stiche sind auch ein bisschen nicht mehr ganz verhältnismäßig, ne? Entsprechend, Gut, dann würde ich mal sagen, danke fürs Zugucken. Und wir sind wieder beim nächsten Mal, wenn es wieder heißt, Let's Play Detroit. Becoming Human. So.